Also ich wollte was sagen zum Thema, zu dem Thema oder zu dem Argument, was immer als häufigstes kommt, wenn man für die Kernenergie eintritt. Also viele Leute sagen, ja, verstehe ich, ja, Kernenergie ist CO2-frei und damit gut fürs Klima, aber, was kommt dann? Der Atommüll. Der Atommüll ist ja in so riesigen Mengen vorhanden und der ist eine Gefahr für uns, für unsere Kinder, für unsere Kindeskinder, für unvorstellbar viele Generationen. Was macht ihr denn mit dem Atommüll? Da kann es doch gar keine Lösung geben. Und gerade kam der freundliche Vorschlag, nehmt doch euren Atommüll mit nach Hause. Okay, das Argument ist nicht neu, das hört man immer wieder mal. Und es gibt einen prima Blogbeitrag im Netz, der Castor im Keller, wo genau dieses Argument aufgegriffen wird, weil man es immer wieder hört. Wie sieht es denn eigentlich aus? Wäre das eine Möglichkeit, wenn man den Atommüll im Keller lagert? Und ja, mit ein paar baulichen Voraussetzungen ginge das durchaus. Vom Strahlenschutz her und allem wäre das eine Möglichkeit. Okay, das wird natürlich nicht ernsthaft in Erwägung gezogen, sondern es gibt im Grunde zwei Varianten, die man machen kann, zwei verschiedene Varianten, mit dem Atommüll klarzukommen, fertig zu werden. Das eine ist die tiefe geologische Endlagerung. Das ist das, was Deutschland heute anstrebt und das ist auch das, was Stand der Wissenschaft ist. Das ist keineswegs ein Ding der Unmöglichkeit. Wenn man verfolgt, wie die Diskussion in Deutschland geführt wird, dann denkt man ja, es ist vollkommen unmöglich, ein sicheres Endlager zu finden, das niemanden gefährdet. Und dann noch für so lange Zeit in die Zukunft. 1 Million Jahre muss das Endlager sicher sein, muss es halten, das Endlager, das Deutschland sucht. Gut, wenn man sich mal von der Physik das anguckt, dann muss man sagen, nö, 1 Million ist eigentlich gar nicht nötig. Wenn man abwartet, wie der Atommüll klingt ja mit der Zeit ab, die Radiotoxizität geht zurück. Und wie lange dauert es denn eigentlich, bis die Radiotoxizität wieder da angekommen ist, wo das ursprüngliche Uran war? Und da kann man ein bisschen rechnen, wenn man das kann, und Physiklehrer können das, nicht wahr, Simeon? Wenn man dann ein bisschen rechnet, dann kommt man drauf, dass es nicht 1 Million Jahre sind, sondern 300.000 Jahre. Okay, ich verstehe jeden, der sagt, 300.000 Jahre ist auch noch eine Nummer. Aber 1 Million Jahre, wie es die deutsche Bundesregierung, wie es das Standortauswahlgesetz will, das ist definitiv übertrieben. Ist denn so ein Endlager überhaupt möglich, technisch? Nun, Finnland baut gerade eins, wird in ein paar Jahren in Betrieb gehen, dann werden die ersten Container mit hochradioaktivem, langlebigem Atommüll eingelagert. Finnland macht es, Schweden plant es und natürlich rechnet man, wenn man ein Endlager baut, auch alle Eventualitäten durch. Auch Eventualitäten, die dermaßen unrealistisch sind, dass sie in der Wirklichkeit gar nicht vorkommen können. Schweden hat das zum Beispiel gemacht für sein geplantes Endlager und hat sich die Frage gestellt, was wäre denn, was würde passieren? Wir haben jetzt das Endlager voll, wir haben die Behälter mit hochradioaktiven Abfällen eingelagert. Was würde denn passieren, wenn so ein Behälter einen Riss bekommt und Radioaktivität frei wird? Und die Schweden sind noch noch 10 Schritte, 100 Schritte weitergegangen und haben gefragt, was würde denn passieren, wenn nicht nur ein Behälter einen Riss bekommt, sondern alle Behälter so richtig kaputt gehen? Alle Atommüllbehälter gehen richtig kaputt auf einen Schlag. Und das Füllmaterial, was im Endlager eigentlich vorgesehen ist, um die Behälter herum, in den Stollen, das ist aus irgendwelchen Gründen auch nicht da. Was würde denn dann passieren? Würde die Strahlung ansteigen in der Umgebung? Ja, natürlich würde sie das. Aber die spannende Frage ist, wie hoch würde sie denn ansteigen? Wären das gesundheitsgefährdende Niveaus? Nein, das wären sie nicht. Die Strahlung, die dann entstehen würde, die wäre deutlich geringer, als sie an anderen Stellen der Welt natürlicherweise ist. Strahlung
ist immer um uns herum. Strahlung ist eine natürliche Sache. Wir müssen bloß aufpassen, dass wir uns nicht einer zu hohen Strahlung aussetzen. Und das schwedische Endlager wird so sicher sein, dass es selbst dann keine Gesundheitsgefahr darstellt, wenn sämtliche Behälter auf einen Schlag bersten. Das ist in Deutschland natürlich auch möglich. Und wenn wir der Wissenschaft folgen, wenn wir den Argumenten, den Sachargumenten folgen, dann können wir das auch erkennen. Wenn wir aber weiterhin der Angstpropaganda folgen, wie sie die Grünen und andere Atomkraftgegner verbreiten, dann werden wir niemals ein Endlager bekommen. Dann werden wir immer damit leben müssen, dass wir den Atommüll in Zwischenlagern aufbewahren, aber wir hätten keine Lösung für das Problem. Aber, und jetzt komme ich zum zweiten Punkt, vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, wenn wir kein Endlager bauen. Vielleicht gibt es ja auch noch bessere Möglichkeiten, mit dem Atommüll umzugehen. Und so eine bessere Möglichkeit, die haben wir hier in unserer Broschüre Klimakrise, Fragezeichen, Kernkraft, Ausrufezeichen geschildert. Der langlebige, hochradioaktive Atommüll, der enthält nämlich noch jede Menge Energie. 96% der Energie stecken noch drin. Unsere Kernkraftwerke sind in der Lage, nur 4% der Energie aus den Brennelementen rauszuziehen. 96% sind noch drin. Es gibt aber andere Reaktorkonzepte, sogenannte schnelle Reaktoren, die können diese 96% herausholen. Und damit hätten wir genug Energie für Jahrhunderte, CO2-frei aus Atommüll. Und das, was dann noch übrig bleibt, das braucht keine Millionen Jahre zum Abklingen. Das braucht auch keine 300.000 Jahre. Da reichen 300 Jahre aus. Oder lassen wir es 1.000 sein. Egal. Es ist jedenfalls nur ein Bruchteil der Zeit, die wir uns jetzt zumuten mit dem Verfahren, das wir uns derzeit für den Atommüll vorgesehen haben. Einzelheiten auf Seite 8 in unserer Broschüre unter der Überschrift Atommüll ist Wertstoff. Und das ist keine Zukunftsmusik. Solche Anlagen gibt es schon. Russland geht da mit gutem Beispiel voran, hat einen Schnellreaktor in Betrieb, der Atommüll verwertet. Der nutzt Plutonium aus dem Atommüllrecycling, also Plutonium, das aus den traditionellen Reaktoren stammt. Und dieser Reaktor nutzt auch abgereichertes Uran, was bei der Urananreicherung als Abfallstoff, als Atommüll anfällt. Beides, dieses abgereicherte Uran und das Plutonium, wird als Brennstoff genutzt. Und Russland ist da dran, mit weiteren Reaktoren seine komplette Kernenergie auf den sogenannten geschlossenen Brennstoffkreislauf umzustellen, also einen geschlossenen nuklearen Wertstoffkreislauf einzurichten. Und das, was Russland kann, das können andere auch, im Prinzip jedenfalls. Und das ist der Weg, den wir gehen sollten. Und ich bin davon überzeugt, dass wir diesen Weg früher oder später auch einschlagen werden. Die normative Kraft des Faktischen wird die Politik dazu bewegen, zurück zur Atomenergie zu gehen. Und ich bin davon überzeugt, dass wir, meine persönliche Prognose ist, dass wir 2028 spätestens das Atomgesetz ändern und wieder in die Kernenergie einsteigen. Ich appelliere aber dazu, jetzt schon das Atomgesetz zumindest so weit zu ändern, dass die bisherigen, dass die jetzt laufenden, noch laufenden Kernkraftwerke am Netz bleiben können, weiterhin CO2-freien Strom produzieren können. Der Atommüll mag ein Problem sein, aber er ist definitiv ein lösbares Problem. Weitere Argumente für die Kernenergie in unserer Broschüre Klimakrise, Fragezeichen, Kernenergie, Ausrufezeichen zu erhalten, kostenlos hier an unserem Infotisch. Dankeschön.